Hi und willkommen zu, wie heißt denn das Projekt eigentlich? Haben wir uns darüber Goof Gedanken Troop. gemacht? Goof Troop heißt das Projekt, okay. Einfach Goof Troop. Zu Goof Troop vom Super Nintendo natürlich. Wenn jetzt noch irgendwas funktionieren würde, wäre das grandios. Ah ja, es Das geht, wäre okay. cool, ja. So, Spiel. Diesmal drücke ich nicht irgendwas Falsches. Will jemand diese Vorstory hören? Die gehen angeln, die Ich brauch werden. die Lore, natürlich. Okay, dann lies einfach durch. Du kannst auch vorlesen, wenn du Hier, möchtest. das wäre hinausgefahren, um zu angeln. Aber oh nein, da ist Pete und PJ sind gerade dabei, einen riesigen Brocken aus dem Wasser. Ja, komm schneller hier. Zu Zu ziehen! ziehen. Das hat die ganze geschafft, wie bei der Boot erscheint. Und oh nein, das ist Mickey Mouse. Doch nicht, schade. Goofy und Max müssen tatenlos zuschauen, wie ihre beiden Freunde Pete und PJ haben wir sie anschließend. Fährt das? Warte, fährt das? Was? Oh, Hä? ich hab Goofy nimmt gedrückt. sofort die Paddel. Upsi. Achso, okay. Entschuldigung. Ja, das Goofy fährt an der Stelle. Also ja, Pete und sein Sohn sind entführt und so. Ja, alles klar. Mir ist die Story zu kompliziert, wir können sie auch überspringen, wenn ihr wollt. Meinst du? Aber die Deep Lore? Grundsätzlich irgendwie müssen die jetzt auf die Insel und die Insel überstehen und so weiter. Mehr ist es nicht. Okay. So, wir spielen zu zweit. Kurze Geil. Info, ich weiß nicht, habt ihr das schon gespielt, das Spiel? Jemals? Ja, vor 20, 25 Jahren. Und Zellers? Nö, hab Okay. ich. Also Goofy ist schnell und Max ist. Goofy ist langsam und Max ist schnell. Ich nehme jetzt einfach mal Goofy. Damit es ein bisschen anspruchsvoll wird. Ne? Barry ist an meiner Seite, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hallo, ich bin Max. Ich So. spiele im Moment, ja. Raise your hands, Ich hab Arme! Praise the sun! Praise the Ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel, Rikus. Ich würde sagen, Ja, du es ist führst nicht so uns. schwer. Das ist schon okay. Ich muss hier die Leute ein bisschen abschießen. Warte mal, ist das auf leicht gestellt? Okay, wir müssen Hoffentlich. nochmal. Wollen wir wirklich auf leicht spielen? Das macht eigentlich gar keinen Ja, Sinn. ich bin alt und krank, Ja, das hallo. Problem ist, Ja, auf wenn ich leicht alle ist krank, in, ich bin. auf leicht sind die Gegner halt One-Shot, weißt du? Das ist ein bisschen. Ja, dann, wenn du ändern willst, start nochmal neu. Ich Ich bin weiß noch nicht. flexibel. Ja, dann lass uns nochmal anfangen, oder? Habe da jetzt Müssen gar keine wahrscheinlich keine Einstellung des Hauptmenü machen, oder? Schwierigkeitsgrads gesehen, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Okay. Kannst ja ad hoc in der Folge einfach lassen. Wir sind keine Casual Plebs. Soll ich nicht neu anfangen? Nee, Eigentlich wieso haben wir genau? so einen schönen Start mit Solaire und Ja, so weiter, ne? eben. Das kann man schon mal. Hast ja Jetzt haben recht, wir die müssen Deep Lore an der gezogen. Stelle. So, Jetzt müssen wir erst mal boah, gucken, wo das das mit der kannst Schwierigkeitsgrad ist kaum hier. lesen, ey. Boah, Ich sehe gar keinen Schwierigkeitsgrad. Nee, ne? Ich Nicht ehrlich so. gesagt auch nicht. Aber warum nicht? Gab es garantiert Dann einen? Oder das ist am vielleicht Anfang? mal beim New Game Plus erst an der Stelle. Das war ja früher so teilweise, dass dann Spiele dann erst mit dem Schwierigkeitsgrad Meinst du? schwer hattest, wenn du es schon durchgespielt hast. Also Ich bin unsicher. ich hab's früher als Kind auf dem Super Nintendo gespielt und ich kann mich nicht Guck erinnern, mal. dass es da einen Schwierigkeitsgrad gibt, aber das ist wie gesagt 25 Jahre her, deswegen. Okay, ja, dann, ja, Nächstes. ne? Wir nehmen das jetzt einfach so hin, dann ist es halt so. Vielleicht werden die erstmal Genau. stärker mit der Zeit, vielleicht habe ich auch was falsch in Erinnerung. Das kann gut So. sein. Ah. So, das da unten ist ein Leben. Vielleicht nimmst du das gleich mal mit. Die Kirschen sind Herzen. Ich weiß nicht, ob du noch. Leben? Das Nee, ist ich weiß gar okay. nichts mehr. Du musst 6 Herzen, wenn du ein 7. Herz sammelst, bekommst du noch ein Leben dazu. Und man kann sich gegenseitig abschießen, also immer aufpassen. Ja. So, Achtung, ich Friendly schieße das Ding Fire. weg. Oha. So, jetzt nimm. Na, ich nehme das mal noch. Ja, Autsch. das können wir jetzt noch nicht machen, da müssen wir dann nochmal kurz herkommen. Kann man irgendwie schnell Genau. laufen? Nee, ne? Du bist schon schnell. Ich bin da langsamer hier. Ach Gott. Siehst du das? Ja. So ein Mann! So, ich nehme mal 2 mit. Und du ruhig auch mal noch 2 Kirschen. Das ist der Anker, den kannst du auch mitnehmen. Den brauchst du auch gleich. Ja, irgendwie kann man auch Items wechseln, glaube ich, aber boah, es ist schon so lange Ja, her. man kann das Item wechseln, wenn man alleine spielt, oder man kann das austauschen mit dem liegenden Item, wenn man es zweites hat, jeder mal eins halt. So, Okay. kümmer du dich mal um dieses Fass da links oben. Oh, ich hab nicht Muss getroffen. man erstmal rausfinden, wie man das. Gedrückt halten? Ah, hast schon, okay. Ah, und dann kannst du dann den Block nach links schieben, alles klar. Genau, du Kann ich kannst den auch halt. damit piesacken? Ja, du kannst den Oh, ärgern geil. und ich baller den jetzt. Ja, mach weiter, ja. Einfach stunlocken den Jungen. Okay. So, ja, der Rest ist klar, ne? Achso, drauf Nice. achten, wenn ich jetzt rausgehe, gehen wir alle raus, ne? Wenn du Okay. rausgehst, auch, also. Player 1 bestimmt den Weg, alles klar. Nee, beide. Okay. Beide, aber es Ah. wird immer gezwungen, der andere mit. Ne? Ah, okay. Achtung, geh weg da. So, jetzt kannst du die gern töten. Ja. Was ist das für Dinger? Das Mach die sind Kamera auf, Rick. Wurfgeschosse. Schieß mal zu mir. Man kann das fangen, wenn du die Arme oben hast. Nice. Das ist so ein bisschen für später ganz hilfreich. Willst du die Glocke? Ist das Nee, die brauchen wir ein. nicht. Die ist lame. Ich hole mir auch Was eine macht 8. die? Die macht, die lockt Gegner an. So, die Schlange kann man einfach so wegmachen. Ah, geil, da kann ich Eis hier trinken, wenn der im Softlock ist.
Geh mal einen Schritt nach rechts. Ich trinke gerade Eistee im Moment. Ja. Max spielt halt eben einarmig. Oh, ihr habt einen Tee wie Eistee. T-Pose. T-Pose. Achtung, Biene. Ich weiß noch, dass ich das Spiel früher unfassbar cool fand, aber meine Erinnerungen sind tatsächlich... Ist es auch. Ich weiß gar nicht mehr vorhanden. Deswegen finde ich es mega cool, dass wir spielen. Also ja, wir gehen einfach mal schauen. Achso. Das brauchen wir noch nicht, da können wir aber wieder zurückgehen. Geh ich zurück. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das mit der Pistole funktioniert. Du kannst es gedrückt halten. Guck mal, du kannst zum Beispiel auch so einfach, ne, dieses Ding herholen. Bam. Wollen wir das Rätsel hier mal gerade machen? Das öffnet nur die Türen. Achso. Aber es kommen später noch schwere Schieberätsel. Ach, schnell mal das Brett aus dem Moment. Das Brett brauchen wir dann da unten. Und jetzt schauen wir mal oben noch. Scheint das Spiel relativ gut zu kennen. Ich habe das so oft durchgespielt, also das ist... Das ist noch... Also ich kann jetzt nicht alles auswendig oder so. Kannst du die Biene abschießen? Ja, sehr gut. Lass mal graben gehen. Also einer von uns beiden muss jetzt graben. Achso, ja, einer braucht den Dings, ja. Achso, dann habe ich das andere Ding nicht mehr. Okay, und graben mache ich hier. Mit Y dann. Ja. Also, was also, ja, bitte, sein soll. Die Tasten sind so verwirrend. Ja, einfach durchprobieren. Falsche Taste. Drück mal Y oder X. Achso, wenn man einmal... Ach, wenn man einmal das Dings hat, das Aufheben. Ah, ja, okay. Genau. Mal kurz für die Zuschauer noch klären. Wir sitzen alle drei im gleichen Raum sozusagen. Nur, genau. Wir wechseln uns jetzt quasi ab. Dann nur der Rico ist halt immer der Oberguru, der ist halt der Goofy. Genau. Da kann ich irgendwie nicht graben. Du musst zweimal immer graben, bis es offen ist. Das ist schon offen. Okay, merke, gib Barry nie wieder eine Schaufel. Nee, ja. Ja, es geht nur seitlich, du kannst nur seitlich graben. Achso, okay, das erklärt, warum man da nicht macht. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, die japanische Version von Goof Troop hat tatsächlich Difficulty Settings. Die amerikanische EU-Version und so, die hat keine. Ich dachte aber, meine hatte das früher. Aber ich glaube, ich hatte eine englische oder französische Version. Ich habe das früher in Französisch gespielt. Keine Ahnung, aber gerade mal nachgeguckt an der Stelle, auf jeden Fall gibt es nur bestimmte Versionen, die das hatten tatsächlich. Wahrscheinlich die 2.0-Version sozusagen, keine Ahnung. Die Pistole wieder mit den Anker? Jo. Sehr schön. Jetzt kommst du zum Waldtempel, den Ocarina of Time, wo du den Enterhaken dabei hast. Genau der ist es. Du musst ja quasi dann damals das herausfinden, wo musst du hin, was welche Objekte sind wichtig und. Ja, genau. Also. Alter, dann nehme ich. Oh. Entschuldigung, es war nur demonstrieren, dass das geht. Ah, ich werde verfolgt, die sind viel schneller als ich. Also sind sie nicht, aber. Ich rette dir. Stopp den Krug und schmeiß ihn ab an der Geburt. Nice. Okay. So, wir müssen erstmal nur nach oben. Du hast schon einen Anker? Achso, das kann ich. Ich finde ein bisschen komisch, dass man auf der einen Taste entweder das Item benutzt oder wirft und auf der einen nur wirft. Und wenn man dann nichts werfen hat, dann bleibt der Arm die ganze Zeit oben, bis man wieder was drückt. Ja, verstehe. Achso, ja, weil du halt, weil das Fangen ist. Wenn du halt, ne? Du kannst den Frosch auch wegdingsen. Ja, sehr schön. Wow. Achtung, da kommt jetzt ein Vogel raus. Oh, man hat nicht gesehen. Scheiße, ich hab versagt. Oh. So, die Stickens, die kannst du auch vom Steg stoßen. Nimm deinen kleinen Haken. Oh oh. Das schaffst du, ich glaube nicht. Ja, ja, oh nice. Holst du dir links das Zeug? Achso, mit dem Ding, ja. Ja. Wenn wir wieder in das Spiel reinkommen. Ja, in aller Ruhe. Nach 25 Jahren, das ist ein bisschen... Wie? Das macht auf jeden Fall Bock, also... Ziemlich ist echt cool. Schön, ja. So, Schieberätsel. Du machst rechts, ich mach links. Ich versuch's. Ja, müsste gehen, ne? Ich glaube, ich hab schon verkackt. Nee, nach rechts, nee, nach rechts. Nach rechts, ja. Mit dem, ja. Ich bin in solchen Schieberätseln nicht gut, also... Ja, dann sage ich dir, was du machen musst. Es kommt später wirklich, wirklich schwere, wo ich auch früher lange gesessen habe. Was geil ist, wenn du gegen so einen Stein trittst und der sich nicht schieben lässt, dann hat er Schmerzen. Nimm du mal den Schlüssel. Ja. Dann kann ich Eis dir trinken. Ich will auch so eine geile Ankersache. Baby. Oh, sorry. Entschuldigung, das war ein Mist. Das war keine Rache für vorhin. Alles gut. Das ist ein Händler, glaube ich, ne? Nee, das ist ein Ratgeber. Vogel. Kann ich den töten? Schade. Du kannst ihn nur anquatschen und dann erzählt dir, was du machen musst, aber wir wissen das ja. So im Sinne von, hey, hol das Brett, du dumm Kopf. Schieb die raus, mach weiter, geh näher ran und mach weiter. Nee, mach weiter, du musst es jetzt lernen.
Schneller, 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 schneller. Komm, komm. Näher ran und weiter. Immer weiter. Do it! Sehr schön. Jawohl! Töte sie alle. So. Gut gemacht, Zack. Ich bin stolz auf dich. Hab mich übrigens extra für diese Aufnahme erkältet, weil die Geschichte des Spiels ist auch, dass Max erkältet ist. Oh, das ist aber nicht schön. Das hab ich gemerkt. So, Bündchen brauchen wir nicht. Ja, danke. Sehr gut. So, ich glaube, links war's, ne? Ja, genau. Ich lauf dir einfach nach. Du kannst gerne die Igel weg ankommen, wenn du es schaffst. Arr, ich anker sie. Ankerbock. Alter, der disst mich ganz schön. Der hat sich ganz schön ausgetrümpelt den ganzen Zeit. Ich würde mir dann mal das Leben oben holen. Jo, mach das. Machst du die Pflanze da links weg, bitte? Nö. So, dann gebe ich den Schlüssel rein. Aber hier kann nichts. Ah, doch, da kann doch was drunter sein. Ja, dann lohnt sich's doch. Noch nicht durchgehen, bitte? Ab und zu was zu machen. Ja, da ist immer so random, ist immer was drin. Können auch Leben drin sein, theoretisch. Also. Es macht durchaus Sinn, alles wegzubauen. So. Jetzt kann ist die Frage, ob wir zwischendurch speichern sollten, aus Sicherheitsgründen? Ja, das wäre eine Idee. Machen wir dann gleich zu mir. Hat eigentlich das Spiel an für sich eine Speicherfunktion oder was? Alles nee, Passwort. Passwortfunktion. Genau. Ah, okay. So, warte mal, was war denn oben? Was war denn rechts? Ach, das ist hier. Da gab es dann immer die coolen Zeitungen früher, wo man dann alle Passwörter für alle Spieler dann der King war. Das stimmt. Die ganzen Passwörter dann für jedes Level hatte, ne? Ja, das ist so eine Zeitung gekauft für 10 D-Mark oder Euro, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, weil dann hast du da 500 Cheats für 1000 Spiele und geil. Bei diesen Mega Man-Spielen musste ich da die ganze Zeit immer die Passwörter abschreiben, also abzeichnen, besser gesagt. Hier rechts bin ich mir nicht sicher, wenn ich den jetzt mache, dann. Den rechten nach oben. Nee, nicht den linken. Ja, das meine ich ja, da war ich mir gerade nicht so sicher. Du standst vor dem rechten, hast mich gefragt und habe ich gedacht, ja, nach oben, und dann gehst du zu dem linken und schießt den hoch. Ja. Was soll ich denn da sagen? Wenn ich den hier, dann komme ich doch gar nicht weiter. Ja, den solltest du ja auch nicht nach oben schießen. Ich bin solch ein Schäberitz, wie gesagt, nicht. Kein Problem. Aber dann warte bitte, bevor du einfach loskickst. Na, dann. Ja. Nächstes Mal mache ich einfach. Hör auf deinen Vater, Max. Echt mal. Ja, guck mal, der regt sich schon auf mit seinen Armen hier. Der redet da schon rum hier. Ja, ich Mann, weiß, ey, immer noch Ärger mit dem Sohn. Wieso sie das Item benutzen auf zwei Tasten haben? Das ist ein bisschen komisch. Aber naja. Sure. Ja. Mach weiter. Für auf dem normalen Nintendo hat es nur eine Taste, ne? Von dem her. Ja, es ist halt, wie gesagt, wenn du dann das Werfen benutzt, aber nicht zum Werfen hast, dann macht er die Arme hoch, bis du nichts anderes mehr machen kannst. Richtig, Harry, du musst jetzt mal ein bisschen. Ja, genau. Mach weiter, geh näher ran, schieß durch. Ja. Schieß. Papa regelt das. Ach, Jörg. Jörg. Oh, ein Lebens. Ich hätte gerne auch einen Diamanten, den ich einfach so unterm Stein finde. Ja, Rubin. Ja. So. Ach du Scheiße. Kann ich nicht mit dem rein. Ding hier? Geh mal wieder weg, komm mal zurück. So, da gibt's hier einen einfachen Trick. Deswegen liegt die Glocke hier. So, du kannst sie wegkicken gleich, wenn alle da sind. Genau, er macht jetzt gerade. Genau, er macht gerade Akro und jetzt geht's. Wunderbar. Genau. Nice. Ist ja ein richtiges so. Das war Level Teamplay 1, hier. Quasi. Schön. Jetzt kommt noch der Boss. Mwah. Der Bussi. Die Musik ist gut. Oh oh. Es wird höchste Zeit, dass du kommst. Ach Gott, ich kann nicht doppelt drehen. Wir warten schon auf dich. Dein Hinternaht. So ja, die Typen einfach abschießen, ne? Ja, kenn ich. An den Boss erinnere ich mich sogar noch. Whack-a-Mole. Aber die Bomben muss. Sack. Also Bomben und Fässer kannst du fangen, ne? Die roten darf man, glaube ich, nicht berühren, so war das, meine ich. Die Stachel? Nee. Och, Alter, nee, das war gar nicht getroffen. Betrug! Heb deinen Arm, Barry. Ach so, da fängt man die, ne? Ja, du musst Arm hoch, genau. Ja. Hände hoch! Lass sie schießen! Achtung, wenn ich vor dir stehe, ja. Ich gehe zurück. Damn. Ja, kriegen wir hin, easy going. Ja. Ich habe nur leider ein paar Treffer zu viel eingesteckt, weil ich ein unfähiger Schmock bin. Nice. Ach, man kann nicht nach oben. Ah, das habe ich vergessen. Du musst erst drehen quasi. Ja. Du musst erst drehen, ja. Das ist noch 4 Richtungen, keine 8. Stufe geschafft!
Klingst du wie der Moderator von Minion Masters? Ja. Sollte ich jetzt mal einen Speicherpunkt setzen? Passt. Ja, mach mal einen Speicherpunkt. Ich weiß gar nicht, das waren die Passwörter bei dem Spiel, okay. Safe. Yes. Im Zweifel gibt es im Internet eh die Passwörter für alle Stages, aber. Ja, schon. Nö, egal, wir machen das alles nachher. Also du hast ja durch die Passwörter auch dein Leben und deine Herzen und so weiter mit drin, glaube ich. Hallo! Oh, mein Gott, wir sind schon direkt irgendwo in einem. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich die mit einem Schuss kaputt mache. Goofy hat mehr Kraft dafür, dass Max schneller ist. Ah. Das ist hier ein Geheimgang, nö. Könnte man aber vermuten, ja. Kannst du den rechts nach oben einmal schieben, bitte? Den rechts nach oben? Ja. Achso. Und dann den nach oben, ne? Ja. Genau. Und man merkt, Rikus hat früher so ein bisschen die Zeldas gespielt, weil du hast ständig solche Schieberätsel bei den alten Zeldas. Ich habe früher einfach Goofy gespielt, tatsächlich. Ja, ich hab mich zurück, weil wenn wir beide damit anfangen, dann können wir uns gegenseitig halt in den Sack gehen. Achso, ich habe keine Kanone mehr. Ja. Nee, du hast jetzt keinen Tag mehr, genau. Ich glaube, da kommt aber gleich noch einer und wir brauchen wieder Bretter und so einen Scheiß. Ach, das ist so schön nostalgisch, das Spiel. Ich kenn das Spiel aber wirklich ziemlich gut, finde ich gut. Gut gealtert, ja. Nicht einfach die Dinger wegschmeißen, ne? Wir haben oftmals nur begrenzt Menge davon. Ach man. Max, du auf deinen Vater. Hier ist ein Brett. Bist du das Brett? Ja. Mhm. Ich weiß nur jetzt gerade nicht mehr, wo wir hin müssen, aber das finden wir schon raus. Oh. Ich denke auch. Kommst du mir? Ja, sehr gut. Schlange. Schlange! Ja, das ist ja neben hier Zombies Ate My Neighborhood und Ghouls and Dingsbums eigentlich das einzige richtig gute Koop-Spiel fürs SNES gewesen früher. Ach echt? Ich weiß nicht, ob ihr Zombies Ate My Neighborhood mal gespielt habt. Nee. Sagt mir erstmal nichts zumindest. Das ist auch ganz cool. Hat auch keine Super Nintendo damals gehabt, ne? Easy. Die explodieren übrigens irgendwann, die leuchten, also die blinkenden. Ah, okay. Mhm. Alter, jedes Mal schießt sie mir an den Kopf. Aua! Autschi, ich bin tot. Wenn der so nah an mir dran steht, dann am besten nicht einfach, ja. Ne? Jetzt kannst du ihn abschießen. Macht so viel Spaß. Sehr gut. Schon Mobbing, was ihr da macht, ne? Bisschen, ja. Gut. Ah. Achso, da kannst du jetzt den Schlüssel holen mit deinem Ding dann. Genau. Oder soll ich das Brett hier mal irgendwie hinlegen? Das, ich weiß nicht, das geht. Nee, behalten wir das Brett am besten noch. Wir werden das gleich brauchen. Du kannst natürlich auch den Anker nehmen, wenn dir das lieber ist, aber. Nö, ja, alles gut. Ja, warte mal kurz, bitte. Ne? Geht mal ab und zu mal einfach random deine Arme so von wegen. So, diesen Junge, der hat nichts, weiß gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, das lief schon mal gut. So, dann haben wir schon mal die Gegner rausgehauen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Haben wir schon verkackt? In hier unten könnte ich. Nee, nicht nach unten. Ja, doch, wir haben es schon verkackt. Ich habe nicht aufgepasst. So, hey. Alles gut. Deswegen halte ich erstmal die Füße still. Achso, die können die auch. Stimmt, die können die auch treten. Na komm. Hallo. Nein! Ah, verdammt, ich war zu langsam. Eigentlich sollen die beiden nach unten schießen, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig. Kein Plan. Ah, verdammt. Aua. Ich hasse dich. Ich glaube, eben wie du ihn getötet hast, war doch schon gar nicht schlecht, oder? Ja, warte mal, so geht's sogar. Scheiße, wir kriegen die Typen halt nicht aus dem Weg. Ja, lauf. Ah, Hilfe! Böse Menschen! Lauf, Maximilian, lauf! War das richtig? Stopp mal jetzt. Können wir das noch richten? Schieß den mal hoch und nach links? Ja. Müsste noch gehen eigentlich, ja, oder? Müsste noch gehen, theoretisch, ja. Sehr schön. Das nach oben, genau. Nach rechts und nach oben. War gar kein Stress gerade. Voll gut, Alter. Nicht. Super. Oh, ihr seid so klug. Ich glaube, wir sind schon viel zu weit irgendwie, aber man kann sich auch täuschen irgendwie. Weiß nicht mehr. Haben wir einen Schlüssel? Nee. Kannst du da durchflitzen, vielleicht? Ich versuch's. Moment. Lauf, Maxi, lauf! Geht man einfach nach rechts raus. Und der Goofy teleportiert sich. Ja, wir sind falsch. Scheiße. Okay. Soll ich nochmal durchlaufen? Mach schon.
Du kannst auch mitkommen, natürlich. Ach du Bombe! Das ist schwierig. Oh Mann, aber ich glaube, wir haben das jetzt zumindest freigeschalten hier, das Rätsel. Pass auf dann irgendwann, wenn du bei 9 bist, dann nicht mehr einsammeln, weil dann ist voll. Jo, das habe ich auch noch so in Erinnerung, dass es, glaube ich, nur 9 Leben gab, aber naja. Mhm. Oh nee. Oh oh. TikTok, Tiki-Toki. Ey, oh, sag mal. Wie oft bist du das nochmal? Noch 3-mal. Das zieht mir aber auch Leben ab, ne? Also bitte dran denken. Ja, deswegen ja nur noch 3-mal. Gut. Und dann ist mein Vater endlich tot. Ja. Anarchie. Das ist nicht in Ordnung, was er hier abzieht. Hey. Das hat sich der links nicht getrieben. Ja, Giro, ich stoße. The Rising of Maximilian beginnt. Pass auf, die flitzen los. Ja. Oh. Ich bin ein bisschen angestellt. Na, ist doch ein schönes Spiel, aber. Ich soll das Brett behalten weiterhin, ne? Ja. Ich bin ein Vollidiot, scheiße. Komm nicht mehr raus. Guckst du mich an, dein Vater ist ein Vollidiot. Ich komm nicht mehr raus gerade. Ich hab gedödelt. Gut. Leben! Scheiße, jetzt hab ich auch nicht getroffen. Ne? Banani? Oh. Ich renn mal durch, okay? Ach, du hast ihn einfach stehen. Versteck dich hinter dem Zaun. Provoziere es nicht, Max! Du bist doch zu jung zum Sterben, Max! Siehst du, schon bist du gesaved hier. Ich find's so geil, dass das schon bei, auch bei dem Spiel die Logik war, stoßt du jemanden ins Wasser, dann stirbt er einfach instant. Das ist irgendwie so typische Videospiel-Logik so. So, jetzt kannst du endlich das Scheißbrett ablegen. Leg dein Brett ab, Junge. Versuch's. Das tat gut. Willst du? Ach so, sorry, jetzt, ich hätte auch. Ich kann auch den Schlüssel nehmen. Ich kann den Schlüssel nehmen, ja, alles gut. Get the key. Legt sich auf der Max. Wo ist der Schlüssel? Du kannst ihn nicht durchlaufen sammeln. Ja, es ist. Zettlos wird es auch noch merken, wenn er gleich übernimmt, dass es mit dem Aufheben ein bisschen merkwürdig ist. Ja. Das nicht ist. Ich glaube, du musst halt immer aktivieren, deaktivieren, aktivieren. Hey, du hast eine Taste für aufheben und fangen und eine für benutzen. Und wenn du die Benutzen-Taste benutzt, dann. Naja, wirst du sehen. Okay. Na gut. Aber es ist keine Kritik, das Spiel ist ja trotzdem cool. Ah. Ich finde, das Geist ist die Musik in dem Spiel. Das ist so im Kopf drin. Die ist schon irgendwie schon fetzig jetzt im Hintergrund so. Kannst du durchgehen. Bist schneller als ich. Ich ruh mich mal aus. Ich wollte gerade Eistee trinken, verdammt. Tja. Nix da, du spielst ja schon den Charakter. Das Gute ist, dass die Gegner-KI nicht unbedingt die schlaueste ist. Na, die gehen halt direkt auf dich drauf zumindest. So ein Gerät hätte ich für die Arbeit gerne, wenn nervige Kunden da sind. Einfach wegstoßen, die Leute. Ah! Wir mussten den direkt töten, glaube ich, ne? Nee, wir können einfach weiter direkt. Ach so, Dames. Ach, sorry. Ja, verwirrt. Ihr habt mich quasi schon aktiviert. Ich hatte das falsche in Rain-Wrong. Welche Taste muss ich hier drücken? Ach, dann nochmal. Guck, die stirbt so oft. Zack. Ich grabe mal. Oh nein, er gräbt wieder. Oh nein. Und den Schlüssel, den fetten da. Aber man kann nur nach links graben. Ah, da jetzt geht's auch nach rechts. Okay. Links. Der Schlüssel hol ich mir gleich, ich will erstmal alles aufgraben. Ah, nach oben geht ja nicht, ja. Damals in den 90er Jahren konnte man nur nach links und rechts graben. Genau. Wegen der Animation. Ganz einfach. Ja. Da gab's nicht so viel. Wahrscheinlich. Es kostet ja auch Geld, die Sprites zu machen für hoch und runter und so weiter. Hast aber nicht viel Glück hier beim Graben. Streng dich mal ein bisschen an, Barry. Oder soll ich dich Max nennen? Ich überlege gerade, was das für ein Image eigentlich an der Stelle ist, wenn dein Vater hinter dir sitzt, während du am Graben bist. Ja, streck dich mal ein bisschen an hier! Ich wette, irgendwelche komischen Speedrunner wissen ganz genau, ach, wieso gräbt denn hier? Ist doch nichts, der Noob. Da ist zufällig auch was drin. Ach, das ist komplett zu random? Ja. Okay, bin den Schlüssel. Na cool. Der Schlüssel auf dem Stumpf. Auf zum Boss. Achtung! Ich nehme mal das Leben, ich habe ein bisschen weniger. Weil ich ein paar Mal dumm gestorben bin. Achso, wisst ihr was? Diese Geräusche sind so cool. Oh ja.
Ach, da oben kann ich mir gleich auch noch so ein Ding holen. Ach nee, du hast deins verloren. Ja, dann solltest du das vielleicht nehmen. Wir brauchen noch eins. Noch ein neues. Weil wir kommen da gerade nicht rüber sonst. Wo wartet hier noch eins? Kann er mich hier treffen? Ich glaube nicht. An der Stelle. Nee, ich glaube, du bist safe. Wie, das sieht so menacing aus, wie Goofy da steht, so wartet nur drauf. Ja, komm, trau dich! Die fange ich. Trau dich, Bitch! Also, Rikos, denk an die 30 Minuten wegen der Partlänge und so, ne? Achso, ja. Jetzt bin ich. Wir sind bei 26 Minuten. Das ist gut. Piu, piu. Ach, ich hab auch gar keinen Anker mehr. Merkst halt wirklich, dass der Max-Wurf halt wirklich Bananen, nur einen halben Herz macht und einen halben Kill und die von Goofy macht halt einen ganzen Kill. Ja, ist schon mies, ne? Ja. Oh, ich bin nicht schneller. Dafür bist du schnell. Ich hab dir halt eigentlich den Max extra gegeben, damit du ein bisschen besser ausweichen kannst. Aber, ja. Hat halt alles seine Nachteile. Schaffen wir den Boss noch, oder ist der so der schwierig? Ist Gehst du durch? So, ja, ich will einmal näher gucken, ob wir noch Items drin sind in den Boxen. Ich glaube, das lohnt sich. Na gut, nicht, wenn ich so. Ja. Obwohl, die sind eh immer da drunter, ne? Dann ist auch egal. Ja. Ja, schön. Aua. Aua. Josh. Ach, ein Gottchen, okay. Der ist ein bisschen versteckt, ne? Aber. Ja, den hätte ich jetzt auch nicht gesehen, den Schalter da, ehrlich gesagt. Muss ich bei dem Boss was beachten, außer du musst dass ich wieder nicht sterben darf? Fässer fangen. Achso, pass auf, die rollen sich jetzt. Am besten du wartest einfach unten. Ich glaube, das ist am sinnvoll. Geh weg nach links, sonst. Willst du aber auch? Du, wieso? Du musst nur in diesen Engen da stehen bleiben, dann ist das doch eigentlich. Ja, gut, ja. War zwar nicht böse gemeint, aber. Alles gut. Ich krieg das hin, vielleicht. Ach, du bist ja eh schon durch. Nee, ich kann nicht durch, ich kann nicht aufmachen. Du hast deine Schlüssel. So, fuck. Ah, ich bin so fett. Du bist der Schlüsselboy. Ja, du musst die nochmal nach links rollen lassen. Ich versuch den mal wegzulocken. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir es doch quasi. Ja. Lauf! Lauf, Maxi! So, der macht Feuerstrahlen, dann sag ich dir, pass auf, da musst du in die Ecken rennen. Das ist ein Magier, und er wirft Fackeln. Und dann kommt später. Ich werde dir etwas einheizen. Ja, schnell. Die Fackeln kann man fangen? Nee, nee. Ne? Nee. Jetzt hast du Feuer, genau. Oh mein Gott, der kommt vom Zirkus. Also du bewirfst ihn jetzt mit, ja, okay. Uah. Ja, du kannst jetzt weitermachen. In aller Ruhe. Ich kann ja nichts. Solche Loser. Ach, sind das hier Anwohner und die gehen jetzt gegen die Tyrannei der ja. Bösen. Die bösen Leute. Nicht unter ihm stehen. Nicht immer an dieser Seite. Ja, ich war gierig. Immer dieser Greed. Wie hält ihn nicht aus? Okay. Geschafft. Weißt du, ja gut, weil Goofy macht halt so viel Schaden. Ne? Goofy ist halt strong. Strong as fuck. So, dann würde ich sagen, mit diesem wunderbaren Bild beenden wir die Folge. Hm? Ja, wunderschön. Schreibt euch das Passwort auf. Los! Genau, schreibt euch das Passwort auf. Kirsche, Leben, Continue. Wir sind in der Prüfung. Kirsche, Banane. Okay, also dann. Bis zum nächsten Mal und... Ahu. Oh, you look.